Ich habe Sylter Bonbons gekriegt. Das ist toll. Sylter Briesenklömpjes. Sich irgendwie an wie. Also. Holländische Schuhe. Klümpjes. Spuk. Ah, da ist sie. Oh, wenn hier, so, wenn man hier so steht, sieht man da hinten genau. Ach, das. Scheiße, ich erinnere mich. Ja, da rede ich die ganze Zeit von. Wenn man hier so steht und die Richtung hier guckt, ne? Hm. Ist halt schick, wie das Riesenrad da hinten so voll rot leuchtet. So, jetzt muss ich mal gucken. Die haben gesagt, man soll Stichwaffen nehmen. Ach ja, da war ja was. Hab aber ich habe keine einzige eingepackt. Nee, ich nehme mich auch nicht. Oder was ist das? Nee. Alles Schlaggeräte. Ja, Kacken. Jetzt ist halt die Frage, können wir zurück? Aber ich glaube, es geht nicht zurück, oder? Kannst du dir nicht sagen. Wo geht's denn hier durch? Moment. Warte mal, wir können ja hier durch. Ach also so, wir können hier schon zurück. Durch das Labyrinth kann man wieder genau. Zurück. Genau. Warte. Nicht. Wie weit ist das Labyrinth? Und ja, wo kommen wir dann raus? Ja, ich weiß, wo wir rauskommen. Also, das passt dann schon, wenn wir da hinten wieder ankommen. Das Riesenrad ist schon sehr nah. Also du bist schon vorgerannt, ne? Ja. Ah. Das ist die Achterbahn, ja. Ich bin jetzt auf dem... Steck. Huch, da ist noch ein. Oh! Was sind jetzt da gekrummelt hier? Ja, da ist das alles ein bisschen morsch da und dann rieselt da Sand runter und dann. Nee, da hat das bricht da was. Jo, weiß ich nicht. Okay, ich bin jetzt auch da. Ja, hab ich gesehen. Können wir mal auf der Karte gucken, ob da irgendwo eine Werkbank ist. Das müsste man ja sehen können. Ja, wahrscheinlich eine. Ja, da ist eine. Da ist eine. Nee, du musst rechts. Warte, ich nehme erstmal Chemikalien mit. Wo kann ich den Wegpunkt hinzu? Da. So, genau. Da ist eine Werkbank. Ja, wie passend. Wo bist denn du jetzt? Ich bin an der Werkbank. Die habe ich vorher gar nicht gesehen. Also ich habe doch meine Stichwaffen. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch Stichwaffen besitze. Ich habe noch eine, ja. Apropos. Man muss ihn halt schießen und treatzen. Wenn er halt anfängt, wieder sich zu laden, ne? Ja, ja. Okay, was ist denn hier? Ja, toll, das da ist aber eigentlich gar nicht so gut, das Ding. Hm. Ich habe halt nichts mehr und kann nicht mehr aufwerten, die Dinger. Das extremst kacke ist es. Ja, ja, eben. Was wir denn da? Das ist schon leider eine Schlagwaffe. Stichwaffen waren doch meist diese langen Teile. Ich habe hier zwar noch so ein Kuhuri, das ist wie so ein Dolch, aber ich glaube, das ist auch eher schlagtechnisch. Hm. So, eigentlich habe ich da so gar nichts. Ich hatte halt so eins, wo man halt wirklich pieken kann. Und das habe ja, ich. Ja, das waren aber meistens immer so zwei Händer. Also so. Nee, es war ein Einhänder eigentlich, aber.
Was haben wir denn hier noch? Ja, ich würde erstmal ein bisschen reparieren dann. Ein Klo, ein Parkplatz. Da ist die Treppe. Was war da nochmal? Da ist ein Tresor. Ja, aber eigentlich ist ja nicht mehr viel. Das heißt, wir haben hier kein Spind, ne? Gar nichts. Also kein. Nicht, dass ich wüsste. Aber mir hakt's wieder hier. Bei mir würde ein Spind aber, glaube ich, auch nichts nützen, weil ich da, glaube ich, auch nichts drin habe. Was? Das war wohl eine Falle. Ach so. Kann man das mal löschen hier? Ja, und da ist ja eine Kiste, ne? Ja, das dachte ich mir. Taktisches Schwert. Kannst du jetzt natürlich nicht aufnehmen. War ja klar. Schmeiße ich denn da jetzt weg? Ah, muss ich nochmal in den Rucksack gucken. Achso, mein. Ach Gott, ey, hatte ich echt verdrängt, dass wir diesen blöden Idioten da haben. Ja. Scheiße. Ich habe schon ein taktisches Schwert. Den Kasimir. Ist der Klinger der Schäden. Nee, doch noch, ist auch ein taktisches. Das brauche ich nicht. Kann ich eigentlich auch auflösen. Wenn ihr die Flüsterklinge der Schädigung. Was ist denn das? Oh. Flüsterklinge der Schädigung. Ja, das heißt halt so. Wieso kann ich. Ach, ich habe kein Geld. Mir fehlt Geld. Deswegen kann ich das nicht aufrüsten. Ach, ist das eine Scheiße. Ist das das jetzt? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, das. Ja, gut, das hilft mir ja jetzt auch nicht weiter, weil das ist ja auch nur eine Schlagwaffe. Aber ich nehme sie mal an mich. Pistolenmunition hier noch gefunden. Bräuchte noch ein bisschen Geld. Jetzt, okay. Ich hab noch Geld. Boah, dieses knarzende Ding macht mich irre hier. Warte mal, ich werd die mal. Einmal modden. Nehmen wir den da. Physischer Schaden ist so ein bisschen. Der Typ, der hatte aber Probleme mit Feuer, oder? Das war doch so, ne? Bin mir gerade nicht sicher. Also der hat jedenfalls immer ein Feuerzeichen an sich dran und ich bin mir halt nicht sicher, ist es deshalb, weil er damit verwundbar ist oder ist er ja, dagegen? Nee, das ist der Schaden. Also der Schaden, den er ausführt. Den Schaden, den er verbrennt, also die Verbrennung, die er hat, quasi. Ja. Warte, jetzt hört es sich auch falsch an, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. So, Medikit könnte ich auch mal noch gucken, ob ich eins herstellen kann. Seltene Nahkampfverstümmler-Mod. Das ist auch noch eine Kiste, wie komme ich denn da hin? Oder ist hier schon eine, die ist schon offen? Okay, ich bin dumm. Oh, da unten liegt ein Bauplan, ich weiß es nicht. Agilität-Bauplan. Ah, okay. Das wäre vielleicht nicht so schlecht. So. Warum kann ich die. Also ich habe 5. Oh, Alter. Mal das mal so. Was haben wir für Vorteile? Ah, Geld reicht immer noch nicht. Oh, was haben wir hier? Erhöht den Schaden. Das würde ich schon mal gerne machen. Hm. Erhöht den Schaden durch kritische Treffer. Nee. Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit, verringert dafür die Kraft? Nein. Toll, ich hab eine Munitionsherstellung für Patronen, wo ich gar keine Waffe für habe. Ja, das kenne ich, das Problem. Das ist spitzenmäßig. Erhöht den Gliedmaßenschaden und die Haltbarkeit. Boah, ich mag die Melodie hier nicht, diese Clown-Melodie, ich hasse sie.
So, das Ding ist damit fertig. Das muss ich mal eben gucken. Irgendwas, was mir hier was bringt, Leute? Herstellen. Munition. Konnte jetzt immerhin dreimal Munition herstellen. Ah. Dann auch noch Medipacks. Zwei. Was ist das hier? Nagelmagazin. Ach so, habe ich den irgendwie? Ich glaube, ich habe hier meine Nagelpistole weggeschmissen. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob ich meine noch habe. Leider. Mal gucken. Was haben wir denn hier? One-Hit-Wonder. Schwerer Revolver. Ich glaube, ich habe meine auch. Und ist auch nicht mehr da. Doof. Ja. Ja gut, dann ist das halt so. Naja, ich gehe jetzt noch einmal an die... Da unten liegt ja noch ein Bauplan, den habe ich überhaupt nicht gesehen. Ja, habe ich doch gerade gesagt, hast du mir nicht zugehört. Ja, 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 ich war ja gerade so in meinen Waffen vertieft, ich konnte da nicht zuhören. Also. So, ich meine, ich weiß ja nicht, ob man auch noch weiter zurück, man kann vielleicht sogar noch weiter zurück, oder? Vielleicht kommen wir noch mal zu einem Händler. Ah, nee. Ja, oder wir müssen irgendwo andere, wirklich woanders hinreisen, quasi, ne? Ja. Hotel Bel Air. Venice Beach. Gab es da einen Händler irgendwo? Also ich... Na, ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Also ich weiß, dass es die Treppe irgendwo noch runter ging, aber wir kommen dann, glaube ich, gar nicht mehr runter. Weil wir sind ja über dieses Riesenrad gesprungen, ne? Das ist richtig. Wir bräuchten quasi ein Lager. So, was ist denn da? Warte mal, wir haben hier in dem Gebäude da nebenan. Also, beziehungsweise, ne, da kommen wir ja nicht mehr rüber. Ja. Geldkassette. Lagerspind. Da ist ein Lagerspind und da müsste ich hin. Ja, mir nützt das nichts. Ich habe da nichts drin. Ah. Du kannst ja da hin, aber... Ich bräuchte einen Verkäufer. Ja, nee. Theoretisch müsste man dann quasi nochmal in einen anderen Bereich reisen. Oder wir versuchen es jetzt einfach nochmal mit dem Clown. Ja. Gerade noch ein paar Sachen am Sammeln hier aus dem Müll. Oh! Was ist jetzt passiert? Ich wollte einfach in dieses Häuschen hier reinrennen. Und dann bin ich so gerade noch, habe ich abgebremst, wie so ein
wenn ich einen Anker geworfen hätte und vor mir hängt der Draht quer. Quasi schon quer durch mein Gesicht. Ah, ja. Weil ich wollte eigentlich gerne mal reingucken. Da noch was drin? Ja, das ist halt die Frage. Geht das nicht kaputt? Also zuerst. Scheiße. Kann man da irgendwas durchwerfen? Oder so. Ja, aber das Ding, da müsste noch. Es ist noch. Ja, da liegt jetzt noch mein Schwert. Das müsste ich mir nochmal nehmen. Ja, nimm das mal. Da waren wir ja schon drin, oder was? Oder war ich da jetzt gerade? Ja, da waren wir, glaube ich, schon drin. Letztes Mal. Oh. Ja. Vieles füllt sich ja irgendwie wieder auf, aber die großen Kisten wohl nicht. Schade. Warte mal, hier ist ja das Riesenrad. Ah, stimmt, da kommt man so nicht mehr durch. Nee. Aber außenrum. Hier noch. Ah ne, das ist ja die Werkbank. Kreis gelaufen. Hier ist ja noch eine Werkbank. Ist klar. Aber wir versuchen es einfach nochmal. Wir müssen halt irgendwie gucken, dass wir überleben. Ja. Und dass wir ihn halt am Regenerieren halt aufhalten. Ja, ja, ja. Ich verstehe. Easy, ne? Ja. Also von der Theorie her mache ich den ja sofort schon fertig, aber die Praxis. Ah. Ja, finde den Blood Drive. Ja. Finden war nicht das Problem. Nee. Jetzt sehe ich nichts mehr. Hilfe. Du kennst. Ach so, okay. Nein! Wo bist du denn jetzt hin? Tot. Ich sag doch da nicht. Warte, wo bist du? Nee, kommst nicht. Kannst nicht. Ach so. Okay. Ja, das war richtig cool, war das. Kann man so sagen. Aber dafür bist du jetzt nach vorne gesetzt worden, ne? Ist das so? Ja. Oh, okay. Ja. Auch gut. Da bist du ja. Oh, ich hasse es. Ja, dann sagst du das. So, habe ich jetzt die Waffe, die ich jetzt gerade. Scheiße, welche Waffe war denn das jetzt wieder? Nee, da ist Feuer dran. Ich wollte ja die andere. Wollte mal Blitzschaden dann probieren. Oh, there's the prize. Ja. Sind wir seelisch bereit? Ja. That's a ticket. So, ich beschleunige. Sorry, bud. Oh, sorry. Ja, fängt schon wieder gut an, ey. Clown. War nicht schon wieder? Hör doch auf, der tötet mich direkt. Oh, Mann. Ist doch nicht wahr, ne? It's eating to heal itself. This is going to shit. Stirb mal. Ja, das macht mal besser. Ja, toll. Ja, super. Okay. Oh Mann, ey, das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht normal. Also das Schwert war schon ganz gut. Ich konnte leider nicht herausfinden, ob das bei mir hier gut war, weil... Oh, funny chops has gathered quite a larder.
der ja direkt sich auf mich draufgeworfen hat. Und ich irgendwie nicht richtig wegkam. That's a ticket. Okay, auf sorry, geht's. Bud. Oh, das scheint aber zu wirken. Kritisch. Yeah, komm. Oh, mach ihn platt. Ding ist gut. Oh, schnell rennen, schnell rennen, schnell rennen. Das ist der Blitzschaden, der scheint ihm gut. Ja, aber du musst ihn schießen. Oh, ich bin so gut wie tot. Schnell was nehmen. Gib mir weg! Ach, jetzt sind die anderen Idioten auch noch da. Ja. Ist der blöd, Mann. Es hat sich nicht um den gekümmert. Ja. Ich bin froh, wenn ich mich um mich kümmern kann. Der darf sich nicht regenerieren. Ja, aber zwischendurch muss ich mich regenerieren. Scheiße! Geh weg! Ah, pass auf! Ah! Ah, jetzt habe ich keine Munition mehr. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da hinten. Ich sehe nicht. Da hinten. Scheiße. Hau ab. So, komm. Jetzt war man fertig. Du bist des Todes. Ja. Haben wir ihn? Ja. Oh mein Gott, wie geil war das denn bitte? Boah. Das war doch jetzt einfach, oder? Ja, ich würde es jetzt nicht so sagen. Zwar. Ja, aber ich meine, wir haben nur zwei Anläufe gebraucht. Wer ist denn jetzt hier am Hecheln? Ey, die Waffe gefällt mir ja jetzt schon vom Namen her. Metallkeule der Kompetenz. Ja. Die muss ich eigentlich haben. Oh, da ist noch eine Karte frei. Was will ich denn? Schlechter Fähigkeit, Autofake. Und Überkopfschmetter fällt mir. Oh ja, auch schön. So, und jetzt ist wohl der gelbe Punkt. Da. Oh, da ist auch noch einer. Aber wir haben die doch jetzt echt genial zusammen. Jetzt habe ich wieder Raserei. Ja, natürlich habe ich das. Hey, Rubes. Yeah, and a new appreciation of the little things in life. Hammer gut gemacht, ey. Hammer. Und begeistert. Auf zu hecheln hier. Geh zurück zum Serling Hotel. Ja, wo zurück? Wie? Was? Wie, hä? Die Richtung. Aber der liegt noch was. Ein Stahlrohr. Nee, das war schon noch was anderes. Habe ich das geschmissen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also ich glaube, für mich lacht da nichts. Oh, ich glaube, wir müssen hier rum, ne? Was? Worum? Wir wissen, da hinten kommt man nicht durch. Nee, hier kommt man auch nicht durch. Wo kommt man denn durch? Ist da noch einer? Da kommt man ja nicht durch. Ach, hier ist die Tür. Was? Echt? Ja, hier. Na geil. Hätten wir wahrscheinlich vorher auch abhauen können, oder was? Naja, weiß ich nicht. Da wäre bestimmt die Tür zu gewesen, oder so. Ja, wahrscheinlich. We're cruising to the finish line. Eine Reisekarte. Also, die können wir benutzen. Das sieht schon hübsch aus hier. Oh, no. Joke's on me. Oh! Oh,
Kann man uns jetzt ein bisschen Ruhe mal eben gönnen? Also das macht er wahrscheinlich von selber. Hoffe ich. Ja, ja. Aber oh, man weiß nie, was direkt danach passiert. Ich habe gerade japanischer Aufschrei gelesen, statt panischer Aufschrei. Gott. So, jetzt sind wir schon. Ah. Sag mal nicht so japanisch hier. Oh. Another happy landing. Mhm. Tada. So, und jetzt? Wenn du dann so wach wirst, wird bei dir... Wirst du als Frau hier wach, ne? Also du siehst dann wirklich dich, wie du hier deinen... Ja, das ist ja immer so. Ja. Oh, da ist noch was. Da ist noch eine Nebenmission. Ausrufezeichen. Da ist eine Nebenmission. Flaschenpost. The thick plotters. A critic in distress. But is it motivating? Flaschenpost, warte mal. Ich will eben verknüpfte Quest. Ausklappen. Was? Ich lese da, oder? Oh, welch grausames Los das Schicksal mir zugewiesen hat. Scheißegal. Doch hat diese Hütte. Da sollte nicht bald Hilfe eintreffen, fürchte ich. Diese Mauern werden zu meinem Mausoleum werden. Falls diese Worte einen sicheren Ort erreichen, schickt eure Kavallerie zum Santa Monica Pier und rettet mich, rettet meine Stadt. Hey. Wie eklig ist das denn bitte? So, erstmal hier meine neue gewonnene Kompetenz einsetzen. Oh, da ist hier, oh, das ist ja so ein Spucker. Ja, die explodieren die Dinger. Ja, ich würde mal kurz versuchen, den bisschen zu bearbeiten. Oh nein, der spuckt jetzt gleich auf mich. Da habe ich ein bisschen halbiert. Jagdgewehr. Ich habe einfach wild alles aufgesammelt. Ich weiß gar nicht, was das Inventar ist. Voll. Ja, toll. Kann ich hier noch was entsorgen? Oh je, nee. Was kann ich da entsorgen? Gar nichts. Die Metallkeule, die ist ja eigentlich nicht gut. Hm. Ja, toll. Ach so, schade, ja, dass man hier kein Auto nehmen kann, ey. Dann muss ich das Jagdgewehr leider liegen lassen. Ja, so ist das manchmal. Ist auch ein bisschen zu großläufig, glaube ich. So, wir müssen jetzt wieder in dieses komische Hotel, ne? Oder haben wir die Nebenmission jetzt noch? Santa Monica Pier, das wäre die Nebenmission. So, mal gucken. Flaschenpost war es, ne? Okay, habe ich, glaube ich, ich habe es gesetzt. Okay. Ah, bin mir auch nicht sicher. Also, ja, da hoch dann wieder, ne? Ja. Die haben wir den eben so easy da niedergedreckt, fand ich richtig gut. Cool. Ja. Bist denn du für einer? Ja, sauber. Oh, da kommen ja jetzt einige. Ja, ist natürlich schon leer. Hey, sag mal. So, was soll ich jetzt hier? Ah, nein, halt! Ich sterbe! Ich bin tot. Ja, toll. Jetzt kann ich dir nicht helfen. Tja, dann... Ich glaube, du bist zu weit weg. Ja, ich sterbe.
So, ich stehe wieder unten. So, wo bist du denn jetzt? Da hinten. Hallo? Ja, hallo. Let's make it to go. Was? Oh. Was ist denn hier los? Alles okay? Ja, ja. Was waren da jetzt in der Kiste drin? Hm. Keine Ahnung. Ist das schon aufgesammelt oder was? Rotten Fisch. Das Trick ist, Au, au. War das eine Falle? Ah! Irgendwie renne ich gerade ein bisschen komisch herum. Ein bisschen am Rennen. Wer? Das war jetzt nicht viel, ne? Nee. Warte. Sag mal. Geht ja gar nicht weg, ey. Ach, hier ist gar keine Werkbank. Schau ich doch, hier wäre eine Werkbank. Geht in die Tür hin. Warum ist das hier so dunkel? Wow! Oh. Was ist hier passiert? Du war Gott. Dingens. Da kam Gott voll Elektro. Ja! Oh. Ja, geil! Was war das denn? Ach so, Flaschen, ja, toll. Amazing. Oh! Oh, okay. Wir müssen die Wasserleitung finden hier. Sonst kommen wir hier nicht durch. Ist hier so dunkel? Ach so. Konnte man irgendwie. Konnte man irgendwie Taschenlampe anmachen? Ja. Okay. Ah! Ich hab den doch ausgemacht! Ach, scheiße! Bist du jetzt tot, oder was? Ich hab das doch ausgemacht! Okay, du lebst, ich bin tot. Nee, ich leb nicht. Ah, auch schön. Noch besser. Ja, läuft ja. Okay, wir müssen diesen Wasserdings da finden. Also ich muss hier rüber. Okay, warte mal. Geht da mal nicht durch. Nee, nee. Ich käme ich denn dazu? Ah, okay. Ich weiß, was das Problem ist. Okay, das löse ich jetzt gleich. Kaputt. Hoffe ich. So, mein Schwert wieder. Oh! Key. Aber ich habe dieses Fadendings da immer noch nicht verstanden. Fadendings? Ja, diese Funktion. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Oh, ich dachte. Was du da halt mit dem Fleisch machen kannst, weißt du, dieses. Aber ich gehe mal in den Rasereimodus hier. Sag mal, hab ich mein Ziel verloren, wo ich eigentlich hin wollte? Nein. Warte mal, das muss ich mal gucken.
Taschenpost. Ach so, nee. Wo ist denn jetzt der Punkt? Mann, wo ist denn der Punkt? Voll Raserei und kein Opfer da. Nee, war ja auch keiner da. Ja, eben waren noch welche da. Die habe ich ja auch erwischt, aber ich dachte, ich krieg noch welche. Vor die Flinte. Ist ein bisschen eklig hier. Wasser. Okay. Oh, ein Katana des Elektroschocks. Oh, okay. Oh, mein Inventar ist wieder voll. Also was schmeiße ich denn jetzt weg? Na gut, dann den. Hey everyone. Big day. Night. Due to the crisis, our beloved friend Scamper is retiring from performing and is now off to go be free in the oceans. We're... Ops, I'm sorry, but we don't have time to drag this out. Okay, I know. I just got to get him moving. Oops. Go on, dummy. Don't make this harder than it needs to be. So, nehme ich jetzt das Katana, oder nicht? Scamper, this isn't playtime. Come on, swim away. Jetzt versuche ich ja wieder was wegzuschmeißen. He's scared. Scamper, what's gotten into you? Nicht offen, Ju. Ja. Scheiße, wir müssen auf die andere Seite. Wie? Ich mach den Baseballschläger weg, den. So toll jetzt auch nicht. Ist zwar schön, dass das eine Kompetenz ist, aber. So kommt man darüber. Oh Mann. Eine Geräuschkulisse hier. Was ist denn? Ah, ja. Oh. Feuerteufel. Feuerteufel? Ja, ja. Der will mich. Oh! War das gut oder war das gut? Ja, das war schön. Ja, nur. Kommen wir nicht mehr rüber. Nee, aber ja gut, man kann ja da außen rum. Wo? Kommt der jetzt her? Ja, außen rum kannst du ja nicht. Nee, das ist so, das stimmt. Dann kommt noch einer. Oh, jetzt kommt man an der Seite schon vorbei. Na, Junge? Hat dann gleich die Brieftasche weggeschmissen. Oh, ich habe ihn geköpft. Passiert. Ah, frische Luft. Und jetzt? Stehen wir da. Oh. Also, jetzt sind wir wieder in diesem Dingsbums. Da oben? Aber ziemlich verarschen? Ah, ne, wir mussten da unten durch, ne? Okay. Ja, ja. Und jetzt sollte es hier sein, oder was? Oh. Da bin ich da eben durchgelaufen. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Sag mal. Aber ich habe einen Fehler gemacht. Da war ich doch erst. Oder sieht das nur so aus? Ich glaube fast, wir sind tatsächlich im Kreis gelaufen. So, wo ist denn jetzt? Wo müssen wir denn hin? Ein bisschen überfragt. Da ist ein blauer
Bereich. Das heißt, wir müssen quasi in die. Du guckst in die richtige Richtung. Da geradeaus musst du durch. Da müssen wir durch. So, wo bist du? Wo stehst du? Warte, hier. Ah, da. Da müssen wir durch. Wir sind hier. Koffer. Lauter Koffer noch. Und dann ist. Ja, da sind hier ein paar Schwachis. Achtung! So, ein Medikit nehmen wir doch immer gerne mit. Ja, das war aber ein persönliches für dich.